Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3 Remake. Ja, heute bin ich leider alleine. Rufen hat es, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht geschafft, sondern PSN hatte heute leider Probleme. Grüße gehen raus an PlayStation. Deswegen, es hatte halt heute einfach Probleme und die Fehler wurden jetzt erst gerade, behoben, leider. Und ja, wie gesagt, es ging heute leider halt anders nicht, halt wegen PSN, bliblablub. Und ja, aber spätestens nächste Woche ist Rufen auf jeden Fall wieder mit dabei. Heute gehen wir weiter. Im letzten Part haben wir ja uns hier nochmal die Umkleidekabine nochmal angeschaut und möchten oder wollen jetzt halt zurück zur Kelleranlage gehen, wo wir ja hin müssen. Und wir haben uns ja die Magnum geholt. Ja, gucken. Wo müssen wir am besten nochmal hin? Müssen wir ja nochmal. Mal gucken. Wo wir dann halt auch am besten mal hin müssen. Stimmt. Ach nee, da war der Welt. Krankenzimmer. Gibt es da noch irgendwas, was wir hier noch looten können? Und zack, hochwertiges Schießpulver. Brauchen wir das wirklich unbedingt? Na komm, falls wir nochmal Schießpulver finden, dann haben wir das. Dann schmeiße ich das rote Kraut weg, weil hochwertiges Schießpulver, wie gesagt, wir können uns dann irgendwann, glaube ich, irgendwann Magnum oder andere Munitionsarten herstellen. Deswegen, man kann nie genug bekommen. Stimmt, im einfach im Wäschekammer, da ist auch noch ein Schloss. Hi, 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 hi. So. Haben wir den Hunter jetzt auch noch gleich gekillt. Dann öffnen wir halt nur noch das Schloss. Und dann haben wir eigentlich alle Bereiche. Okay, das sah ein bisschen komisch aus von der Beleuchtung her. Ja, Mag-Munition. Ja. Muss ich dann auch noch rufen Bescheid sagen? Oder vielmehr, er sieht es ja dann ja. Vielmehr. Sag ich auch nochmal, Grüße gehen raus an der Stelle. Und ja. Okay, das tritt aus auf. Ja, dann gehen wir mal zur Kelleranlage auf jeden Fall. Okay, na, da sind wir ja durch. Dann gehen wir mal da. So. Ja, einfach da durch. Ja. Dann runter. So. Nee, warte. Ich bin komplett falsch gelaufen. Ich bin zu früh in einer Tür reingegangen. Oder? Nee. Ach nee, ist schon alles richtig. Oh. War ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Muss ich sagen. Ja, okay. Gut. Gut. Da sieht das doch schon alles wieder. Da sieht das doch schon wieder alles freundlicher aus. Oder bekannt. Ah. Ich bin raus. Ich bin raus. Ja, es ist ein Hunter. Wir können ihn besiegen, aber wir haben auch nicht mehr. Ne, wir haben auch nicht mehr so viel an Granaten mehr übrig. Deswegen. Schießen wir dort nicht den Hunter ab. So, zack, zack, zack. Nehmen wir das. Schießpulver. Können wir das zack gleich mit den Schrot, mit der Flintenmunition kombinieren. So. Dietrich. Kommt jetzt keine Dietrich. Also kommen jetzt keine Schlösser mehr. Ich weiß es nicht. Aber anscheinend ja.
Schmeiß mal den weg. Zur Not haben wir ja noch einen Dietrich im Inventar. Ja. Zur Not haben wir ja, Gott sei Dank, haben wir ja noch einen Dietrich im Inventar. In der Inventarbox. Und ja. Ja, da ist nix. Ja. Und soweit kann man sagen, es neigt sich, also ist jetzt noch, wir sind noch ein bisschen weit entfernt, aber so langsam, ja, so langsam kommen wir immer näher zum, ja, kann man trotzdem sagen, so langsam kommen wir schon mal ein bisschen näher zum Finale. Was mich ein bisschen, ja, ich sag's mal, traurig macht, weil, hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Ich weiß es auch nicht. Weil mir persönlich macht es sehr viel Spaß, dieses Let's Play für euch aufzunehmen, mit Rufen zusammen. So, halt bis auf heute leider. Aber sonst habe ich immer sehr viel Spaß, dieses Projekt für euch aufzunehmen. Und Rufen sieht das höchstwahrscheinlich genauso. So. Und ja. Ah, ich weiß schon, was jetzt kommt. Das ist jetzt nicht so eine geliebte Stelle von mir. Gürteltasche ist immer gut. Kann man immer gut gebrauchen. Fahrstuhlnotiz. Da könnt ihr euch alles durchlesen. Aber zur Not sage ich das ja auch noch. So. Was können wir denn eigentlich reinmachen? Ja, das könnte Kraut rein, das auch zu, also Sprengstoff B auch noch rein. Erste Hilfe kann man auf jeden Fall reinmachen, aber an sich kann man wieder, ja, raus. Müsste eigentlich so reichen, so wie wir es haben. Speichern, ja, tue ich mal. Ich tue es vorsichtshalber, dann sind wir noch der sicheren Seite. Was das angeht. Ja, es ist die Stelle. Und die Stelle mag ich überhaupt nicht. Aber naja. Oh nein, was hat der gute Nikolas vor? Nikolai. Hier. Du glaubst, es ist vorbei? Oh Mann. Ja, die Dinger. Die Pillheads, wie ich sie. Also die Pillheads. Ich mag sie nicht. Weil das sind sehr resistente, sehr hartnäckige Viecher. Und ja, hier gibt es auch eine Trophäe, aber die werden wir jetzt hier nicht holen, weil da musste das, da der ganze Ding, glaube ich, unter 4 oder unter 5 Minuten, glaube ich, musst du das schaffen. Ich glaube, entweder unter 4 oder unter 5 Minuten musst du das Ding schaffen. Eieiei. Oh, da habe ich mich erschrocken. Also ich wusste, dass die kommen, aber gut. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Entschuldigung für alle, die es jetzt, für die das jetzt zu laut war. Aber normalerweise passiert mir auch so etwas eigentlich nicht. Eigentlich. Zack. Aber gut. Zack. So. Da ist wieder ein Eingang. Ja, wie gesagt, wenn das für euch, wie gesagt, ne? So. Achso, das ist für die andere. Ja, wie viel? Ja, orange, das geht noch. Brauchen wir noch keine Energie für.
Ach, da kann ich rein. Ja, mach ich mal. Hab ich die Shell. Sag ich's mal so, dann habe ich das schon hinter mir. Das ist ein wunderbare Ding. Und das meinte ich. Weg da. So. Weil das kann gegen Ende auf jeden Fall noch mal ziemlich nervig werden. Mitarbeiternotiz. Kann ziemlich nervig werden. Und ihr habt ja gesehen, wie gesagt, diese Pellheads sind sehr, sehr resistent. Vielmehr, die können sehr viel aushalten. Und ich sag euch jetzt schon mal, es ist oder es wird sehr, sehr nervig mit den Viechern und können sehr, sehr schnell euch umbringen. Und ja, ich nehme trotzdem mal Fäuste. Doch, ein grünes Kraut bin ich doch auf der sicheren Seite dann. Deswegen macht zuerst diesen Raum fertig, ein bisschen mit der Minengranate oder Explosivgranate, je nachdem. Vorarbeiten. Dann habt ihr das eigentlich dann 100%, also ne, dann habt ihr dann eigentlich, soweit es geht, alles fertig. Zack. Geh weg. Na, steht noch einer auf? Nee. Na, oh, natürlich. Puh. Oh, in his Bird. Zack, zack, zack. Ja, können wir damit kombinieren. Haben wir nochmal Magnum-Munition. Kombinieren wir das. Haben wir jetzt schon 12 Schüsse. Und wie gesagt, nicht mit der Magnum-Munition wie ein, ich sag's mal, Vollidiot irgendwie reinholzern. Spart sie euch wirklich auf. Ist da was? Ja, grünes Kraut. Aber sonst ist da nichts. So. Dann gehen wir da mal durch. Hoch meine ich. Und jetzt müssen wir halt zu den anderen Raum. Und das Gute ist jetzt, wir haben hier die Gegner schon getötet. Zumindest. Warum sollten die dann halt wieder respawnen, denke ich mir jetzt. Aber wir haben soweit. Zack, dadurch. Jetzt können wir da ganz normal durchrennen. Dann können wir hier nochmal die Tür aufmachen. Weil wir haben hier nochmal ein Schießpulver gefunden. Dann können wir nochmal Schießpulver kombinieren. Was ich auch machen werde. Allgemein brauchen so oder so sehr viel Platz. Ach so, wir können. Ah, hier. Gut. Alles gut. Mal ein bisschen unnötig. Aber auch wiederum nicht. Zack, machen wir uns damit ein bisschen Platz. Zack und zack. Jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. Aber ich hatte auch schon im Verlauf des Spiels vielmehr auch mal in Zeiten, wo mein Inventar komplett leer war, wo ich keine Munition, kein gar nichts hatte. Okay. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Gut, erledigt. So. Der Hunter, ein bisschen mit Brandgranaten, dann mit der Schrotflinte am besten weiter bearbeiten. Außer ihr verschießt es, so wie ich. So, da haben wir jetzt eigentlich alle. Aber, so viel kann ich sagen, auf dem Weg kommen noch mal welche. Na, das Gute ist, wir haben jetzt eine Schrotflinte. Schrotgewehr, wo war es? Oh, das ist auch noch wieder einer von dem. Egal. Oder wir beeilen uns? Zack, 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 zack. Tschüss. Ging doch, wir wurden nur einmal erwischt. Ey, wir wurden nur einmal getroffen. Ja, ach
nee, Jill, ist ja nicht so, dass er auch die ganze Zeit Zeit hatte, so gesehen. Um irgendwie abzuhauen. Machen wir nochmal hier. Aber hier hinter dem Monitor, verbirgt sich was Wichtiges. Und das ist wirklich wichtig. Langer Lauf für unsere Magnum. Zack, zack, zack. Da. Die 44er AE Lightning Hawk. Puh, jetzt haben wir die gut aufgegradet. So. Unfertiger Bericht. Wie gesagt, könnt ihr euch da jetzt alles nochmal angucken, falls ihr Lust habt. Einfach Pause drücken, wie ihr es ja schon gewohnt seid in dem Let's Play. Zack. Jill! Tyrell! Hab sie erreicht. Sie geben uns eine Chance. Ah. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes Wenn. Wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang. Ja, jetzt müssen wir hier noch den Impfstoff bekommen. Ja, Tyrell. Auf ihn ist wenigstens noch Verlass. Der Impfstoff ist weiter vorn. Wie gesagt, wir können nicht... Ja, du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Okay. Erledigen wir das. Wir haben ihn überholt. Müssen aber trotzdem auf ihn warten. Läuft. Würdest du dich... Ja, so kann man auch einen wichtigen Charakter, der seine Pflicht getan hat, auch loswerden. Der gute Tyrell. Ich find's ein bisschen schade, ich fand ihn irgendwie cool. Tyrell, der hatte was. Der hatte das gewisse Etwas. Der gute Tyrell. So. Sind wir hier in den Katakomben in dem Museum. Nest. Ja, das gute alte Nest. Zack. So. Die Karte von Nest. Und ja, wir sind jetzt, wie gesagt, dort angekommen. Ah, da. Wollte gerade sagen. Ich hatte das Gefühl, da ist doch etwas. So. Dann gucken wir nochmal ein bisschen im Inventar, ob wir
einiges. Ja, erste Hilfespray. Kann erstmal zur Not erstmal weg. Allgemein. Allgemein kann man das eigentlich alles so lassen. Ja. Ist ja alles in Ordnung. Dann können wir das kombinieren. Müsste Schrotgewehrmunition das kommen. Ja. Ja, dann speichern wir hier ab. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Wie gesagt, leider heute nicht mit Rufen. Ich finde es auch selber schade, wie gesagt. Aber ihr könnt ja Grüße da lassen für Rufen unten in die Kommentare. Aber der nächste Part ist auf jeden Fall versprochen. Wieder mit Rufen. Das ne, gewohnte alte Team ist dann wieder dafür. Resi 3. Und ja, wir sind jetzt im Nest angekommen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch dennoch gefallen. Wenn es so ist, dann würden wir uns beide trotzdem über einen Daumen nach oben freuen. Nicht vergessen, den Kanal hier zu abonnieren, falls ihr neu auf diesem Kanal seid und ihr Interesse habt. Und dann auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 3 Remake. Mit Rufen wieder. Ciao.